Herzlich willkommen auf dieser extrem gut gepflegten und charmanten Adler 34 aus dem Jahr 1969. Gebaut wurde dieses schnittige und gemütliche Motorboot aus Eiche und Mahagoni in Schweden durch die Storebro-Werft. Holzboot, werden jetzt einige von Ihnen vielleicht denken. Doch wir haben selten ein Boot gesehen, in dem die Bilge so staubtrocken ist wie in dieser Adler 34. Der Rumpf ist genietet und bereits 2 Stunden nach dem Einwassern komplett dicht. Man betritt das geräumige Cockpit mit verstellbarem Fahrersitz und Beifahrersitz und weiteren Sitzbänken achtern davon. Die Fenster im gesamten Schiff wurden übrigens 1995 ersetzt. Die Decken im Innenraum wurden 2005 mit Esche- und Mahagoni-Leisten neu gemacht. Die jetzigen Eigner haben das Boot 1998 übernommen und sind die dritten Eigner. Sie haben viel Geld, Zeit und Liebe in das Boot gesteckt und es laufend überholt und erneuert. 2017 wurde das Unterwasserschiff komplett abgezogen und neu aufgebaut. Das Stabdeck über dem Salondach wurde 2001 neu verlegt und 1995 bekam das gesamte Boot ein neues Teakdeck mit einer Gesamtstärke von 20 mm. Jährlich bekam das Holz eine neue Schicht Epiphanes Klarlack und auch die Motoren bekamen jährlich ein schönes Pflegeprogramm. Bei 3000 Touren gleitet das Boot mit ca. 10,5 Knoten dahin. Dafür sorgen 2 Volvo Penta MD29 Motoren mit je 2,9 Liter Hubraum und gesamthaft 184 PS. Sollten die Motoren mal kaputt gehen, stehen 2 identische Ersatzmotoren als Teilespender zur Verfügung. Die Adler 34 hat Davids und ein Beiboot, das zwar alt ist, aber nach wie vor dicht. Dazu gehört ein 4 PS Außenborder. Den Gerätemast am Heck kann man wegklappen und das Boot hat dann eine Durchfahrtshöhe von 3,15 Meter. Begeben wir uns nun in den Innenraum. Achtern vom Cockpit gibt es eine große Liegefläche, wo man sich bei weggeklappter Persenning sonnen kann. Die Achterkajüte wird über einen Niedergang vom Cockpit betreten. Sie umfasst 2 großzügige Betten, Stauraum, und ein Waschbecken. Ein 2. Niedergang führt vom Cockpit nach vorne in den Wohnbereich. Weiter vorne befindet sich eine großzügige Kabine mit 2 Kojen und Stauraum.
Das Vorschiff ist durch Glaswände vom Salon und der Pantry abgetrennt. Achtern vom Vorschiff befindet sich die Sitzgruppe an Backbord und die Pantry an Steuerbord. Zwei Kühlschränke halten genügend Getränke für Sie und Ihren Besuch kalt. Direkt beim Niedergang an der Steuerbordseite befindet sich die Nasszelle mit elektrischem WC und Warmwasser am Waschbecken. Beim Salon gibt es einen Fernseher mit Satellitenempfang. Die Motoren sind vom Cockpit aus sehr gut zu erreichen. Eine komplette Ausrüstungsliste, Ersatzteilliste, Liste aller Erneuerungen und Fotos finden Sie im schriftlichen Exposé auf unserer Webseite www.bootsmaklerei.de. Für einen Besichtigungstermin dieser tollen Adler 34 rufen Sie uns am besten direkt an.